Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen an was bauen und es ist ein bisschen was Größeres. Ihr seht schon, hier sind Inflatable Habitats und alles. Und das wird ein Deep Space Rocket System, was wir im Weltraum bauen müssen. Das liegt daran, dass wir das jetzt machen, da ich aktuell noch nicht wirklich weitergekommen bin mit dem Problem Manbase. Ich bin da noch am rumprobieren und am schauen, woher die Bugs kommen. Es sind bekannte Bugs, wie es scheint, dass du am Boden rumfliegst und dass die Teile teilweise in der Luft spawnen, sobald du reingehst. Was ich sagen kann, ist, dass unsere Base leider zu 100% verloren ist, denn die hat es um 90 Grad gekippt, gespawnt und ist einfach auf den Boden knallt. Da war nicht mehr wirklich was zu retten. Schauen wir mal. Und deswegen habe ich gedacht, wir bauen jetzt ein Deep Space Schiff, das sich darum kümmert, dass wir sozusagen tief im Weltraum reisen können. Und darum baue ich hier auch ziemlich viele Lebensräume. Einfach damit sie nicht zu wenig haben. Und deswegen denke ich, nehmen wir auch die hier, weil die sind cool. Okay. Und hier unten kommt dann nochmal ein dünnes Teil dran. Was jetzt nicht mehr machen, wir bauen das Teil hier fertig. Ich habe hier am Anfang viel rum überlegt, weil ich wollte am Anfang, ich kann es euch mal zeigen, wollte ich eigentlich die Teile hier gerne verwenden. Aber wir haben keine passenden Habitation Modules dafür gehabt. Weil es wäre unsinnig gewesen, sowas Dickes zu nehmen. Was natürlich cool ist, ist Pressurized. Ich glaube nicht auch, dass die Dinger, it last word, Pressurized Back of Spins. This model is medium size, integrated EVA Rails. Ich glaube sogar, dass das Teil hier, rein hier, oder die dicken Teile hier, ein bisschen den Schutz haben gegen Radiation, was das hier nicht hat. Bedeutet, wir müssen extrem da auf sowas aufpassen. Die Überlegung ist sogar, ob ich hier drum den Schutzbaum, die hier unteren, dass sozusagen hier die Kerbals runtergehen, sobald das Ding im Tiefflug ist. Hier drum eine Schutzhülle ist sozusagen, die vor Radiation schützt. Und dann reisen, bis sie wieder vor müssen, um die Rakete zu steuern. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, als ich es erhofft hätte, aber ja, hupsi, ist es nicht immer so bei meinen Projekten. So, dann nehmen wir hier die Radial Attachment Points und hier kommen jetzt sozusagen, das machen wir aber vielleicht um 90 Grad einfach, gibt, weil es besser ausschaut dann, so, ein bisschen höher noch, zack, so, dann tun wir hier noch die Attachment Points dran, so. Dann brauchen wir die passenden Ankerpunkte. Dann nehmen wir jetzt die hier. So. Und da kommen jetzt die ganzen Nahrungsergänzungszeuge und alles rein, was man halt für Deep Space sozusagen benötigt. So. So. Das sind jetzt nur Vorräte. Mehr ist das nicht. Nur Vorrat. Und das ist der ganze Spaß. Im Grunde, wir sollen hier Tonnen haben, tonnenreihweise Vorräte und alles, um wirklich tief im Weltraum rumfliegen zu können. Plan wäre Mars. Oder Duna, wie es ja hier heißt. Und dann damit sozusagen, ach, jetzt wird es dann hier umgewandelt. Food. Water. Oxygen. Das wäre ja sozusagen das größte Projekt, das wir jemals in diesem Let's Play gemacht haben. Aber es hat auch dementsprechend die, die Kapazitäten, die kein Schiff sonst hatte. Das muss man natürlich irgendwie alles downbolten noch. Ich glaube, das werde ich hier schräg hoch verbinden noch alles, dann mit Halterung und alles, dass das auch funktioniert. Weil hier unten kommt natürlich auch nochmal eine riesige Antriebsstruktur auch hin und Tanks und alles. Und wenn ihr euch das anschaut, das hat natürlich schon dementsprechend Maße. Gibt es hier denn irgendwelche Informationen von... Ups, nee, das wollte ich nicht. Stopp, weg da. Allein jetzt hat schon 47 Tonnen. Und hat eine Höhe von 15 Metern, eine Breite von 12 Metern und eine Länge von 12 Metern, also 13. 71 Teile sind verbaut. Das Teil wird im Orbit gebaut. Bedeutet, wir müssen nach dem Bau hier, gehen wir zum Mann und fragen, hey, was brauchen wir denn dafür? Und dann sagen die uns, ja, das und das und das und das ist vonnöten.
zum Bauen. Bedeutet, da kommt noch kein Treibstoff rein, da kommt noch kein Monopropellant rein, da kommt noch nichts in der Art rein. Der einzige Plan ist damit dann sozusagen, die Struktur zu bauen. Danach kommen Schiffe hoch, die daran andocken sollen. Und wenn ihr jetzt fragt, wo, das ist relativ simpel. Diese Riesenteile sind gleichzeitig unsere Andockpunkte, glaube ich. Ich würde hier unten auch noch, obwohl, zum Tanken sind es gute Andockpunkte auf jeden Fall. Ey, nicht schon wieder, oh, ich habe schon wieder rausgetappt. Aber natürlich für Crewtransport und alles ist es dementsprechend dann nichts. Jetzt brauchen wir die passenden Teile. So. Und dann Kopplung natürlich abgedeckt. Also wer denkt, dass wir das nicht abgedeckt machen, der weiß ich auch nicht. Hier oben drauf kommt auch ein dementsprechendes Dockmodul. Das ist relativ weiß, deswegen irgendwie ist es voll überbelichtet. Hier oben kommt dann die Crew an. Die geht da rein. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde, das Schiff soll planmäßig zur Duna fliegen und wieder zurück, die Crew wieder auf die Erde transportieren, die Informationen, die sie gesammelt haben, über Duna zurückbringen. Das Teil wird refilled, umgetankt, alles drum und dran, und dann geht es wieder auf Reisen. Das soll unser erstes Schiff sein, das im Dauereinsatz sozusagen ist. Bedeutet, wir müssen die Triebwerke warten, wir müssen die Solar Panels immer wieder warten. Es muss alles gewartet werden an diesem Schiff. Aber dafür wird uns das hoffentlich lange erhalten bleiben. Das wäre so meine Hoffnung. Deswegen designen wir das jetzt auch mal, weil, klar, das wird irgendwann gegen eine Version 2 wahrscheinlich gewechselt. Immerhin würde ich das gerne irgendwann drehen, dass die sozusagen eher flach anliegen. Ich habe dann einen relativ interessanten Plan schon länger, weil natürlich der Plan schon länger existiert. Zum Beispiel, dass man die dreht, hier oben noch radiale Attachment Points dran baut für Flugzeuge oder Raumschiffe, die halt dann landen sollen, wie Länder, für zukünftig geplante Landungsmodule. Ich hätte zum Beispiel auch die Überlegung, dass wir 4 kleine Sender mitschicken, die mit Fallschirm und ein bisschen Schub auf dem Boden landen und dann uns eine Bodenfrequenz schon mal geben können. Aber ja, das ist halt alles noch ein bisschen in Planung. Bedeutet, wir müssen jetzt hier noch schauen. Wir haben hier Struktur. Was haben wir denn für Strukturteile? Ich hätte gern die hier. So eine Dreieckstruktur schaut doch ganz geil aus. Ja, und mit dem perfekten Anschluss auch noch. Nice, nice. Was für Varianten gibt es denn? Hohl. Ach, geil. Als ob. Fuel, Oxidator, Monotreibstoff und ES. Nice. Als ob. Xenongas. Erz. LH2. Lithium 7. Argon. Das ist natürlich jetzt mega geil. Wir tun jetzt hier als erstes. Wie viel Strom ist denn da drin? 12.000. Da machen wir 2 dran. Und ja, das wird ein bisschen länger, das Teil. Weil wir müssen ja auch hier, wenn ihr überlegt, hier kommen noch Solarpanelkabel dran und alles drum und dran. Das wird riesengroß, das Teil. Hier kommt dann. Welche Antriebe brauchen wir eigentlich für das Schiff? Das ist mal die andere Frage. Wir müssen überlegen, in diesem Fall können wir im Gegensatz zu, keine Ahnung, Satelliten, Rovern, die, wenn sie keinen Strom mehr haben, nicht unbedingt gleich dead sind, sobald Solarpaneele draußen sind, weil sie keine Luft mehr kriegen, hier darauf geachtet werden muss. Wenn nicht, sind die tot. Und das ist eine Sache, die wir nicht eingehen können oder machen können. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, triebwerkmäßig. Ich hätte da gerne natürlich interessantere Antriebe. Die Frage ist, haben wir sowas? Wir brauchen natürlich Weltraumantriebe. Wo sich jetzt natürlich zum Beispiel der hier ganz gut eignet, die Nussschale. Aber ich glaube, die kann man nicht oft benutzen. 4-mal, das ist uns zu wenig. Wir brauchen oft einsetzbare Antriebe. Du bist auch keiner davon. Feed und Oxidator. 26-mal einsetzbar. Das könnte für einen Flug reichen. Wir werden eh grundsätzlich Reparaturwerkzeuge mitnehmen, damit die Antriebe während des Fluges notfalls auch repariert werden. Wir haben mehrere Tage an Flugzeug, wo wir nichts machen.
Von daher ist da grundsätzlich kein Problem da. Ich bin mir sicher, wir hatten auch schon andere Triebwerke, die mit anderen Arten von Treibstoff laufen. Ich bin mir ja relativ sicher, dass wir schon welche hatten, oder? Haben wir nicht schon andere auch verwendet? Oder ist es jetzt gerade nochmal eine Immerginalisation? Welche, für wo bist denn du besser? Vakuum 750. Oder du wärst zum Beispiel auch ganz interessant, aber hast auch nur zwei Zündungen maximal. Danach musst du repariert werden. Warum müssen die alle immer so schnell repariert werden? 140 Orbital Maneuver. Der hat gar keine... der läuft auch mit Monotreibstoff. Das ist sowas, was ich nicht unbedingt wollte. Der läuft auch auf Monotreibstoff. Du läufst auf Lethal LM Methan und dem ganzen Zeug hat 1000. What the fuck? Warum ist mir dieses Triebwerk noch nie aufgefallen? What the hell? Läuft auch auf LM Methan. Hat 20 Zündungen, aber natürlich sehr, sehr klein. Warum sind die großen... Warte mal, ich kann das Teil aber boosten in die Größe, oder? Kann ich nicht? Och, Mann. Das Teil wäre genial gewesen für die Missionen. Das Ding ist auch geil. Was hat denn das auch lieben für Metal? 460 Newton. Oh. Bist du, hast 300 ms, bist auch lieb, Meffel. Aber wahrscheinlich auch nur... wir haben einen Favoriten. Wir haben den Favoriten. Der schaut gut aus. Oder wir brauchen L-Methyl, Methane. Der hat 300 Newton Schub allein im Weltraum. Von denen 6 Stück hinten dran und wir sind gut. Oxidator und L-Methane brauchen wir für die Teile. Gell, du bist auf jeden Fall schon mal in unserer Auswahl. Du wirst hier oben mal hingepackt. Mal 3 bitte. Schaut das gut aus. Oh, das Ding wird mega... Also ich glaube, das wird ein geiles Raumschiff. Das wird ein mega geiles Raumschiff. Allein schon immer... Ich passe allein jetzt schon an. Das durch... Ich sehe es nur, wenn wir so zwischendurch schauen. Ah, wie ist denn der Stand aktuell? Schießt das Ding durch. Ah, warte mal, ich habe mein Handy noch auf meinem PC liegen zum Laden. Das müsste aber auch schon voll sein. Ich habe einen Anruf gehabt. Warte mal, ich habe einen Anruf gehabt. Wieso hatte ich einen Anruf? So, jetzt müssen wir uns mal hier darum kümmern. Ja. Bedeutet, wir müssen mal schauen, wie wir die Tanks machen. La Methane, oder wie das Zeug heißt, brauchen wir natürlich Methane. Was für Tanks verwendet denn sowas? Ich hätte natürlich gerne solche runden, großen Tanks, die ich irgendwo draußen anstecken kann. Das ist natürlich mega geil. Jetzt müssen wir herausfinden, wo wir das einpacken können. Wie, warte, wir schauen nochmal, wie heißt das Zeug genau? L-Methan. Weil man kann L-Methan. Kann ich gar nicht suchen. Das ist kacke. Ich habe gehofft, ich kann den das Art von Antrieb suchen. Oder vom Tank halt. So, jetzt sind wir natürlich dann auf der Suche, weil wir brauchen das und ich habe keinen Plan, wo das ist. Kann ich dich ändern vom Tank her? Nee. Da passt das zum Beispiel rein. Ich will so ein rundes Teil riesengroß scalen. Und meine Vögel drehen gerade durch. Ach komm, hier muss es doch irgendwo sowas geben. Hier, sowas. Da kann doch bestimmt Lärm fehlen, mir fehlen rein, oder sowas in der Art. Warte mal, das war Elbe fehlen, oder? Nee. Elbe fehlen und Oxidator. Das ist natürlich geil. So, wenn wir das jetzt groß scalen. Dann geht das nicht größer wie so. Jetzt
Jetzt müssen wir natürlich, der Plan wäre, dass davon ein paar hier anhängen zum Beispiel. Und dann haben wir hier 5 Meter pro Sekunde Schub. What? Als ob die den Scheiß so schnell aufbrauchen. Ah ne, weil wir gegeneinander gearbeitet haben, okay. 500 Meter pro Sekunde Schub hier unten auf der Erde, oder? Jetzt im Vakuum im Körper 1900 Meter pro Sekunde. Ist jetzt nicht so überragend. Ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so überragend und nicht so cool. Wie viel Teil hält denn sowas? Als ob die nur so ein bisschen tragen. What the fuck? Yo, das Vergrößern hat sich viel gebracht, Jungs. Hier kann ich doch auch wahrscheinlich einen Limefilm-Oxidator drin halten. Geil. Und auch nochmal mit 200 scalen. Das wäre so die Größe, die ich gern hätte, zum Beispiel dran. Sowas. Das schaut böse einfach aus. 4000 Meter pro Sekunde Schub alleine. Aber wie gesagt, du musst halt gucken, was für Teile da am besten. Sowas hier zum Beispiel. Lomefane und alles. Und das ist natürlich die passende Größe. Das hat jetzt 3000 Meter pro Sekunde Schub. Jeppal. Hupsa. Wenn wir mal so 300 gehen. 300 ist gleich eh schon voll übertrieben bei dem Teil hier. Und dann machen wir 2 Stück dran. What the freaking fuck. Wie viel sind da drin? 8000. Ist natürlich schon eine Menge. Schaut natürlich, ich finde das mit den roten halt cool. Das sind halt so die Tanks, die dann dranhängen und alles. Das macht schon was hier. Wollen wir hier kopieren noch? Kann ich hier auch Limefane reinhauen? Geht das? Nee, das geht nicht. Dann kommt halt da immer Monotropfen und elektrischer Strom rein. Dann haben wir da einen Tank voll sozusagen. Wenn wir jetzt sozusagen hier und hier zum Beispiel mal Tanks hinsetzen würden. Schaut natürlich schon geil aus, finde ich. Dann brauchen wir unter Strukturen nochmal hier das da. Zack. Denn da kommen jetzt die Strom... Sachen ran. So. Und zack. Wenn ich jetzt... das wird schon passen, wenn ich mir jetzt mal ausfahren. Standard natürlich nicht. Die müssen natürlich immer erweitert werden. Oh. Oh, okay. Unerwartet, dass die doch so groß sind. Dann machen wir es auf eine andere Variante. Dann machen wir die mal direkt dran. Ich glaube, das schaut dann besser aus. Standard. Solarmodul ausfahren. So, das würde doch auch geil ausschauen. Einfach für fette... Raketenteile unten dran. Ich mache natürlich noch ein paar dran. Oder warte mal, wenn man hier jetzt zum Beispiel sagt, okay, dann kommt hier so ein Tankabteil hin. Und dann drunter nochmal so hier welche. Ah, das ist mein erstes Deep Space Raumschiff. Also wenn irgendwas voll bekloppt ist, dann verzeiht es mir. Aber... Alter. Junge. Das ist für Deep Space. Macht euch mal um Treibstoff keine Sorgen. Wir haben genug davon hier. Treibstoff ist on the point, Jungs. Oi, 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 oi. Das ist natürlich geschmackig, du. Geschmackig ist es. Gibt es ja auch irgendwelche Infos zu
Elektrische Strom unendlich. Nahrungsmittel 116 Jahre. Wasser 100, 227 Jahre. Sauerstoff 164 Jahre. Nahrungsmittel 116. Alter, yo! Was war denn das mit dem Stress eigentlich? Stress. Komfort bescheiden. Beschäftigung fester Boden. Nicht alleine. Panorama Pflanzen keine. Aber ich kann Pflanzen ab. Dauer. Was heißt hier Dauer? Ach, bis sie Stress haben oder was? Lebensraum ideal. Strahlung. Betriebssicherheit, Fehlfunktion. Durchschnittlich ist das Falles für den, eines Falles für das gesamte Raumfahrzeug 1,25 pro Jahr. Hohe Qualität, Reparaturen keine. Stress. Stress wie Stress? Muss ich Bücher mitnehmen oder sowas in der Art? Hä? Hä? I don't get it. Aber Leute, ich würde sagen, wir bauen in der nächsten Folge dran weiter. Das wird eine sehr interessante Sache noch. Allein mit der Menge an Solarpanelen habe ich noch nie gedealt. Immerhin, also doch, wir haben schon mit so einer Menge gedealt, immerhin an unserer Raumstation. Aber halt für ein Schiff. Das ist ein fucking Schiff. Da müssen noch RCS-Thruster dran, da müssen noch alles mögliche dran. Das ist ja ein Grundkonzept gerade, dass wir testen und dann halt im Weltraum bauen wollen. Das wird massiv noch designt noch weiter. Ich finde allein den Teil hier unten schon geil, wo die ganzen Solarpaneele sind. Wenn es ausfährt, wups, sich fertig macht für einen Deep Space Flug. Oh, geil. Ressourcenmäßig, was hat denn das Ding eigentlich? Aber egal. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.